Hallo meine Lieben, ich mache heute ein Rezept nur mit Aldi-Produkten und das liegt daran, dass ich beim Aldi einkaufen war und auf meinem anderen Kanal Bodykiss, das Video dazu verlinke ich euch unten in der Infobox, habe ich eben meinen gesunden Einkauf bei Aldi gezeigt und wie versprochen kommt dazu jetzt ein Rezept, ein sehr einfaches Rezept, was ihr super schnell nachmachen könnt und was euch vor allem zeigen soll, dass proteinreich, gesund essen eben nicht teuer sein muss. Und wir machen deswegen ganz klassisch ein One-Pot-Gericht oder damals, wie es halt hieß, eher ein, ja, wie hat man dazu gesagt, ein Eintopf, genau, ein Eintopf. Und als allererstes braucht man natürlich ein paar frische Sachen, weil das ganz wichtig ist, auch für ein Aldi-Produkt-Rezept. Und ich schneide Knoblauch. Und das Gute an One-Pot-Gerichten, wer das nicht kennt, ist, dass wir alles erstmal in einen großen Topf geben. Und das heißt, ich muss nicht mal am Herd stehen. Dann kommt eine ganze Zwiebel rein. Meine Zwiebel ist jetzt rot. Beim Aldi gab es gerade rote Zwiebeln. Aber ihr könnt auch eine weiße nehmen oder eine gelbe, was auch immer ihr so findet. Und unsere Zwiebelringe ebenfalls in den Topf rein. Und für die Vitamine natürlich auch Gemüse. Ihr könntet hier jetzt auch sehr gut Paprika nehmen, wenn euch Paprika schmeckt. Oder auch ein anderes Gemüse wie Zucchini. Ich habe jetzt Aubergine da gehabt und deswegen kommt bei mir Aubergine in meinen One-Pot. Und meine Scheiben werde ich jetzt in so große Würfeln verarbeiten. Und wie ihr aus dem Einkauf wisst, habe ich jetzt das Veggie-Hack von Aldi gekauft. Das ist vegan. Und das ist so ein bisschen Hackfleischersatz, was natürlich nicht unbedingt rein muss. Aber es hat relativ gut viel Eiweiß. Und zwar 20,5 Gramm auf 100. Und es gibt dem Ganzen noch eine extra Würze. Und hin und wieder mache ich das gerne mal in so One-Pots oder auch in meine Bolognese rein, weil das eine gute Eiweißquelle ist und wenn man mal ein bisschen Lust hat auf fleischartige Kost, aber jetzt nicht unbedingt auf Hackfleisch zurückgreifen möchte. Alternativ dazu, wenn ihr es nicht da habt, kleine Empfehlung, ihr könnt Naturtofu nehmen und den einfach in den Händen so zerbröseln oder ihr kauft Champignons, gibt es ja auch beim Aldi. Und könnt die ganz, ganz klein hacken. Und das ist auch eine super so Fleischalternative, wenn man denn kein Fleisch essen möchte. Ich habe hier jetzt meine Nudeln, die Penne Vollkorn-Hartweizengrieß. Auch hier wieder könnt Nudeln nehmen, die ihr wollt, wenn ihr lieber die kleinen Schmetterlinge wollt, diese Fliegen oder Spaghetti. Schaut einfach, dass sie in den Pott reinpassen und dann könnt ihr euch da austoben, wie ihr möchtet. Und für denjenigen, der jetzt Böses denkt, dass Anne eine Produktplatzierung hier hat, vielleicht von Aldi, aber die nicht angibt, nein, das ist auf jeden Fall nicht so. Ich habe diese Sachen alle selbst gekauft. Es war auch meine eigene Idee. Und wenn ich eine Produktplatzierung habe, schreibe ich das auf jeden Fall da oben hin. Und das werdet ihr immer merken. Natürlich darf Soße nicht fehlen. Deswegen kommen jetzt unsere gehackten Tomaten. Ich habe jetzt die geholt, die Bio mit Zwiebel und Tomatensaft drin. Ihr könnt aber auch ganz normale gehackte Tomaten nehmen. Oder wenn ihr welche da habt, natürlich auch eigene. Und kleiner extra Spartipp. Oft hängt noch sehr, sehr viel in dieser Dose drin. Deswegen, wir brauchen eh noch zusätzliche Flüssigkeit. Die gebe ich hier in die Dose rein. Und dann schwenke ich das einmal gut durch. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt diese gute Soße ebenfalls hier rein. Und als super Geschmacksträger nehmen wir heute Kokosmilch dazu. Das ist nämlich jetzt das Produkt, was alles so ein bisschen extra toll machen wird. Und hier werden wir nicht die ganze Kokosmilch brauchen, weil die Kokosmilch ist natürlich auch fettreich. Wichtig ist zu gucken, wenn ihr sie aufmacht, merkt ihr, dass hier oben eine dickere Schicht ist. Und das ist da, wo die ganze Creme ist. Und unten ist dann das Durchsichtige, also das Kokoswasser. Deswegen einmal gut durchmischen. Und dann werden wir die Hälfte unserer Kokosnussmilch in den Topf geben.
Und die andere Hälfte von der Kokosnussmilch müsst ihr nicht wegkippen, also keine Angst, einfach in den Kühlschrank geben und am nächsten Morgen mit ein bisschen Haferflocken, frischen Früchten gibt das ein himmlisches Frühstück. Abschließend wird natürlich noch gewürzt. Die Gewürze hat man immer zu Hause, deswegen muss ich da auch kein großes Tamtam drum machen. Einerseits gebe ich schwarzen Pfeffer dazu. Dann natürlich Salz. Wenn ihr zufällig Sojasauce zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch noch einen Schuss Sojasauce dazugeben. Aber das ist auf jeden Fall kein Muss. Und wir müssen natürlich auch die Süße und die Säure hier so ein bisschen ins Gericht einbinden, weil die Kokosnussmilch hat so eine richtige reichhaltige Note, die das ganze Gericht dann so ein bisschen schwer macht. Und als Süße und Säure nehme ich einerseits ganz normalen schwarzen Essig, diesen Aceto Balsamico, also den typischen Essig, den man aus Italien kennt. Und für die Süße habe ich jetzt hier ein bisschen Rohrzucker. Auch da liegt es völlig an euch. Wenn ihr lieber mit Honig süßen wollt, könnt ihr auch sehr gerne Honig nehmen. Ich mische das jetzt gut durch mit einem Löffel. Müsst ihr aber auch nicht machen. Ist nur, damit alles schon schön zusammenliegt. Dann geben wir den Deckel drauf und das Ganze wird jetzt erstmal bei voller Hitze zum Kochen gebracht. Ich mache das meistens so, meine Maximaltemperatur ist bei 3 und dann reguliere ich das runter auf 2 und dann einfach drauf schauen, dass es leicht weiterköchelt. Meine Nudeln haben jetzt insgesamt so 12 bis 15 Minuten gebraucht und dann ist das Ganze schon fertig. Ihr wisst, dass es fertig ist, wenn natürlich die Nudeln schön durch sind und noch ein bisschen al dente. Und so schnell ging jetzt schon das One-Pot-Gericht und alles mit Produkten von Aldi. Wenn ihr mehr solche günstigen, schnellen Kochalternativen von mir sehen wollt, auf jeden Fall den Daumen hoch für das Rezept. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr es mal nachkocht, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, mich unbedingt auf dem nachgekochten Gericht verlinken. Würde mich freuen. Tschüss!